Ja, hey, willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Crisis Earth. In der letzten Folge haben wir die Strata Wüstenruine hier abgeschlossen. Wir haben die Monster, die da aufgetaucht sind, vertrieben und haben dem Präsidenten Bericht erstattet, beziehungsweise Hubert nur. Boah, Entschuldigung. Und wir haben uns jetzt zum Ziel gemacht, zurück zur amessianischen Enklave zu gehen, um Sophie ein bisschen aufzumuntern. Ob uns das gelingt? Keine Ahnung. Wir können es auch mal versuchen. Ne? Okay. So, such nach dem Mädchen. Ja, können die denn wohl sein? Ich gehe mal hier zu Pascals Haus. Das muss ja wohl richtig sein. Ne? Da sind sie doch direkt. Welcome back, fellas. How are things in Strata? We were able to dispatch the monsters there. However, more could appear at any moment. It's time for us to strike at the source. Okay, then let's boogie off to Fodra as soon as we can. Yay! Hey, Sophie. Look, I'm sorry. I wish I could promise to be with you forever, but it would just be a lie. I'll die before you, and there's no getting around it. But there's still plenty of time for us to deal with life together. Together. I've given this some thought, and if you want a family, I think we should give you one. From now on, your name will be Sophie Lant, and I'll be your father. Sophie Lant. From this moment forward, you and I are family. So, you're adopting Sophie into the House of Lant? I'll take care of her, just like my father took care of Hubert and me. Even now, his memory helps me in hard times. So I hope my memory can do the same for you. Although, I have to admit, it feels a little weird being your parent. You used to be bigger than me, remember? It's not weird, it's happy. Well, if you're Asbel's daughter, I guess that makes you my niece. So, you're gonna be uncle, little bro. Now you just need to find Sophie a nice aunt. What? This gives us all the more reason to eliminate the monsters and secure our future. Ach ja, da war ja was. Humanity's very existence is a crime. They can never promise forever. Do not trust their ambiguous words. Na toll, irgendjemand spricht auch mit Sophie. Who are you? Why did you say that? Sophie alte Team, Sophie Lant. So. Wir haben jetzt alle Charaktere, wenn ich mich irre. Gut. Das allerschönste Geschenk. Hey, Sophie. Which is better? This machine or that machine? The one on the right. Okay, but what about these two? Left. What are you both up to? I heard that everyone gave wedding presents to Fermat. So I figured I need to give her something too. Hence your tinkering with the machines? Yep, I need a bunch of presents. This one's an automatic shoulder massager. That one's an automatic egg cracker. And this one's an automatic bread kneader. Those aren't very romantic presents for a newlywed. Really? Aw, man. Still, as long as you put your heart into it, I'm sure anything you had in mind would suffice. Anything? Yes. In fact, all you really need to do is show up and grace her with that radiant smile of yours. Pascal, let's go see Fermat. You can show her your radiant smile. All right, it's decided. Let's go right now so I can give her my biggest wah-ha-ha grin. No, wait a moment. Not the wah-ha-ha-ha.
Oh, too late. Well, then again, to have a chance to gaze upon even the worst of your smiles. Mein Gott. Schrecklich nett. Sophie, want some of this? Thank you. Sophie, are you cold? I'll get you a blanket. No, I'm okay. Sophie, are you tired? It'll be a while before we reach Fodra. You should try to get some rest. It's okay. I'm not sleepy yet. Sophie, if anything ever troubles you, please feel free to talk to me about it. Thank you. Captain, Pascal, everyone is being overly nice to me. I'll be nice to you too, Sophie! Give me a hug! Pascal, stop. Everyone, come here. Your fawning over Sophie is freaking her out. For heaven's sake, think about what you're doing. I'm sorry. Sorry, Sophie. It's okay. It made me happy. Thank you, everyone. We're done here. Disperse! It's not like that, Captain. But I do get scared when everyone's nice. Because I know it will end one day. Aha. Er hat die Szene schon wieder ruiniert. Vor allem Malik am Ende hat ja genau das gemacht, was er ja eigentlich verhindern wollte. Na, egal. So, und die haben jetzt all ihre Dingens so viel gelernt. Ja. Tempo. Gut so. Ja, die müssen jetzt auch ihre Dingens haben, ne? Ihre Level 80 Titel, wenn ich mich nicht irre. Ja. So, wie sieht denn meine Gruppe jetzt aus? Kommt schon, Sophie, erstmal wieder. Seit langer Zeit. So, ihr beiden müsst noch Level 80 sein. Ja. Wir müssen alle neue Level 80 sein. So, ich brauche einen Heiler. Ja. Nee, so ist schon richtig. Erstmal. So. Dann müssen wir nach Fodra. Dann gehen wir mal schnell dahin. Jetzt kommen wir nach Tellus Estue. Gut so. Bisschen gestört, weil nicht dahin konnten. Fodra is just as lovely as you said it would be. What? It looks bad now, but a long time ago it was teeming with life. What's that over there? Looks like flowers. It's beautiful. It's her. Brace yourselves! Pascal, is there anything we can do? I sure wish there was! Huh? Look! It's Tellus Estue! Hold on! Oh, Gott sei Dank. Oh man, I thought we were total goners. Und nun? Is this really a city? Supposedly it was once a truly splendid sight. And now it's fallen to this. How sad. There was a girl in the meadow. She was real, right? I saw her with my own eyes. Does that mean someone's still living here? Even if that were the case, it's unnatural to see an area so full of life on a dead rock like this. Was that a monster? Look out! Oh, nee. I'm trembling. Why? Ah. Langes her. Oh, Hilfe.
Komm, landen wir auf diesem gottverdammten Planeten, wenn wir direkt schon angegriffen. Nee. Was machen die Viecher denn hier? Ah. Hilfe. Oh Gott. Da wollte ich eigentlich nicht. Wow, was? 10.000 zieht dieser Angriff ab, ey. Ich weiß es nicht. Irgendeiner war da schon fast tot. Ah, ah, ah. Alter. So, wer war denn hier schon fast tot? Du. Mein Gott, wie viel er abzieht, ey. Das ist doch nicht mal normal. Kann jemand mal sein Tempo einsetzen? So. Kommt einmal mehr? Habe ich mir jetzt gerade eingesetzt. Komm, spiele ich mal jemand anderen außer Espel. Kriegen wir voll aufs Maul. Aua. Los. So einer. Okay, zwei. Everyone did as well as expected. Nachher werden wir neue Waffen und so. Ich sollte mal auch mal ausrüsten. Im Fernumstab und die Herzhandschuhe, Dingenskirchen. Sehen aber hübsch aus. Looks like somebody needs to take a broom to this place. Zwinge die verbleibende Monster, kein Ding. Erstmal. Engelsherzen, ja. Entschuldigung. Wenn das Christ angriff, kann ich ruhig verzichten. Okay, das ist schwachsinnig. Alles klar, dann guck mal, ob hier ein Skit ist. Nein, noch nicht. Okay, lass mich mal kurz gucken. Bling. So, komm mal her. Nächster, zack. Oh, was bist du denn? Okay, das nervt richtig, das hier so wie bekloppt zaubern. Oh, Traubengummi. Hey, hey. Oh, müssen die zaubern können, ehrlich. Ist ja nicht witzig. Aua. Ich glaube, die Waffe ist jetzt richtig nützlich. Sieht schon ein bisschen was ab. Oh gut. Zack. I must admit that your skills are quite impressive. Aren't you sweet? Aren't you sweet? So, also viel jetzt gerade Tempo gelernt, habe ich mir nur eingebildet. Warte mal, hier ist doch wieder. Ja. Oh, was bist du denn? Evakatoid. Was weiß ich. Too long, didn't read. Mein Gott. Ist fast so groß wie Sophie. Klein ist er denn dann? Mal. Gerade tödliche. Kraft, tödliche Macht. Keine Ahnung. Der dritte aufladende Angriff. Wollte ich einsetzen. Wenn nur eingebildet haben, die gerade Demon Fang eingesetzt. Egal. Na gut, ich kann jetzt wahrscheinlich alle Charaktere mal so trainieren. So arztmäßig und so. Oh mein Gott, Hilfe. Tempomodus. Ah, sehr schön. Ex-Schub geht zu vielen Tempomodus über, werden folgende Unterstützungseffekte aktiviert. Ihre SK-Wiederherstellungsrate wird erhöht. Ihre KP werden fortwährend wiederhergestellt. Sie kann mit Fortschritten ihren Gegnern umgehen und sie von hinten angreifen. Ja, das ist auch richtig nice. Wenn ich das mal so sagen darf. Na,
Jetzt fliegt die Motte auch noch hier mein Mikro rum. Was soll das eigentlich? Sturzflug des Adlers, was? Das war auch Demon Fang, oder? Mein Gott, du meine Blitze. Na gut, schau, ja, gut gemacht. Das gibt's doch nicht. Ich habe die Chance verpasst. Aua. Aua. Mein Gott, nein, schon wieder Blitze. Er geht mir auf den Nerven, hört auf damit. Wenigstens sind die nicht alle im Nova-Zustand. Bin ich da schon mal richtig gut. Tödliche Kraft. Seine Teaser so. So. Wird hat den Doppelkling-Maestro-Titel. Okay, der hat auch Level 80 erreicht. Stimmt. Nehmen wir den Titel mal lieber. Fehlen aber nur 3 Stück, ey. Jo. Haben die alle auch bis 5, Rang 5? Okay. So, fehlt hier noch einer. Ich komme noch nicht durch. So, du, komm her. Warte mal, wo sind hier so... Erstmal die Magier hier. Das geht mir auf den Nerven. Das möchte ich nicht. Oh, Indignation, gut. Jawohl. Mein Gott, sieht das viel ab. Oh Gott, Hilfe. Ich möchte jetzt... Nein, ich wollte mich heilen, Mann. Au, au. Oh Gott. So, der eine zaubert irgendwie nicht auf uns. Finde ich gut. So, Siegelresistenz-Titel. Gut. Das waren alle, ne? Looks like that was the last of them. What do we do now? Let's start by investigating the city. Okay. Oder was davon übrig ist. So, kann ich jetzt irgendwie was da abholen? Mein Gott. Jetzt sind auf einmal alle hier. So, ich hätte gern Miso. Hey, schön. Finde ich gut, wenn etwas funktioniert. So. Na. Sag einfach Bescheid, Pascal, dann bin ich sofort bei dir. Schön. Hm, warte mal. Ganz gut, okay. Ruhen wir uns mal aus, oder? Oh, okay. Ich möchte mal kurz das Miso direkt dualisieren. Mit dem gebratenen Manju. Ja, warum nicht? Mystische Schuppe. Damit können wir eine silberne Figurine erstellen. Okay. Warte mal, irgendwo. Mal Maritapasta erstellen, einfach so. Ich hätte auch noch irgendwie sowas. Tödlicher Reißzahn, Götterholz. Tun wir mal 3 von denen herstellen. Wenn wir gebrauchen können irgendwann. Ja. Sogar hier, wenn ich mich irre. Dann gehen wir mal nach E2. Sammle Informationen. Ich glaube bei dir, ne? Rollenspiel gefällig? Mit dem richtigen Objekt kann ich helfen.
Wer möchtet ihr sein? Ich möchte Sophie sein. Ja. Ich möchte Hubert sein. Wer will Hubert sein? Espel. Vielen Dank. Espel hat den Titel Hubert Dubel. Das ist richtig geil. So, jetzt haben wir hier nämlich einen Titel. Übernimm die Rolle eines Manns mit Brille, der seine Hobbys verbirgt. So, und die Fähigkeit, die wir bekommen, ist Verwandlung in Hubert im Startmenü. Und das bedeutet, wir können mit Espel Hubert sein. Also ist dann genau Hubert und das ist irgendwie krank. Dann könnten wir theoretisch mit zwei Huberts im Kampf kämpfen. Sehr schön. So. Dann tun wir mit allen anderen Charakteren auch noch machen. Hubert Zwilling und Sharia. Das können drei Charaktere Hubert sein. So, wer möchte Sophie sein? Espel. Sehr schön. Mal sehen, wie es ist, Hubert zu sein. Der verändert wirkte sich aber nie verändert hat. Sehr schön. So, und hier, wenn ich mich hier, können wir auch noch einholen. Menschen sind unsere Herren. Nee. Wir müssen Geschichten erzählen. Okay. Ich meine, irgendwo kann man da mal noch was kaufen. Ein Titel, wenn ich mich irre. Aber bin ich mir jetzt nicht sicher. Ja, ruhen wir uns einfach mal aus. Din, 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 din. Sehr schön. So. Dann. Weiß nicht. Gucken wir mal. Weiß nicht, wo wir jetzt hier noch hin müssen. Gehen wir mal da rein. Archivraum, da riecht es doch schon nach Informationen. Hm. Das sind die Dinger ja, ne? Okay, das suche ich nicht. Dann gehen wir mal zum letzten Stock. Ich meine, irgendwo kann man aber noch einen Titel kaufen. Wenn ich mich nicht irre. Wir waren da noch nicht, oder? Nee, oder? Kann ich von dir was kaufen? Aber störende Lamp, okay. Von dir? Keine Antwort. Es sieht so aus, als könnte er jeden Moment zum Leben erwachen, aber er scheint endgültig abgeschaltet worden zu sein. Uah. Hm. Wo? Na egal. Wäre schon irgendwann herausfinden. Dann gehen wir mal da oben hin. Vielleicht ist da das, was wir suchen. Was auch immer wir suchen. Zum Schattenlanger. Vielleicht kann noch durch die Gegend laufen, ja, durch Fodra. Wo ist überhaupt sei das alte Haus? Hm, nichts Interessantes. Ja, ne, ich bin auch irgendwie blöd. Ich könnte ja mal zu dem Raum gehen, wo Emerald geschlafen hat. Und uns eigentlich, nö. Ich könnte mal zu dem Raum gehen, wo Emerald geschlummert hat, weil da ist bestimmt Opsai. Der hat bestimmt irgendwas zu tun für uns. Oder? Das ist bestimmt ein halbes Jahr her, seit wir den gesehen haben. Hm, ja. So, Psy als Haus, was geht ab? Digga, wo bist du? Oh nee. What happened? Hmm, what's this? So, das Gefühl, dass wir mehr jetzt herausfinden.
Okay. What was that? I think the light was some of Fodra's Ellen. But in that case... The building on that map looks to be some kind of facility. Elith Research Laboratory? I bet they were researching Fodra's core there. Can you locate its position? Yep. Let me just send the coordinates to the shuttle. Sweet! Now we can just zoom on over there. If monsters are in this city, I hate to think what it's like outside. Sai, do you know what's happening at the lab right now? Looks like we'll have to go there and find out. Looks like it. Na gut. Pascal, can you find the meadow with the flowers? Well, that crazy lady blew us way off course. But yeah, I think I could find it again. I feel like I have to meet that girl. What do you think? I've been wondering about the meadow myself, but I think we should check out the lab first. Does that work for you, Sophie? In der Forschungslabor wurde zur Weltkarte hinzugefügt. Okay. Dann. Irgendwie nicht. Sei, na, was geht? Scheint, als wollte er etwas sagen. Ja, was denn? Bist ja klug, ey. What's wrong? What is it? I see. You understand what he's saying? Not really, no. Was los? Sai, do you want to come with us? Is that okay, Asbel? Of course. Ach, seid immer willkommen. Zurückgelassen. Oh, I forgot. What is it, Asbel? There's something I have to do back at Barona Castle. I need to file a report to Dallin. You're going alone? Das fällt dir jetzt erst ein? Don't worry. I won't run off by myself. Good. Now that you mention it, I left something behind at Barona Castle too. Yeah? Then you have to go back for it, right? Yes, perhaps I should. I wouldn't mind making a quick stop there. Then it's settled. Let's get going. Let's go. Was jetzt? In truth, what I left behind is too heavy to carry. What I left behind are memories. Okay. Ihr habt euch einen sehr merkwürdigen Moment ausgesucht. Aber was soll's. Ich mach mit. Ich habe ganz extra noch mal den Aufzug zu nehmen, deswegen mache ich mal den hier. Ich bin schon eine faule Socke. Ja, wenn jetzt hier ein Skit kommt, gucke ich mir nicht mal ein. Danke. Na gut, dann würde ich sagen, ich beende den Part hier und wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Crisis F. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss.